FDP-Fraktion. Das darf. Es tut mir leid. Ja. Und der längste. Ich bin gleich soweit. So, jetzt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Frau Baerbock und Frau Herr Wittke hatten zwei Dinge eben gemeinsam. Die haben sehr intensiv über diesen Kompromiss und über das Erreichen des Kompromisses gesprochen. Ich glaube, wenn man viele Leute mit unterschiedlicher Meinung an einen Tisch setzt und es um ein kontroverses Thema geht, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie am Ende ein Ergebnis dabei herauskommen kann. Das eine ist, man findet einen wunderbaren, durchdachten, klugen, in allen Facetten ausgereiften Kompromiss, der wirklich jedes Thema abfrühstückt und am Ende des Tages von jedem zustimmbar ist. Oder man findet einen Dritten, der nicht am Tisch sitzt und belastet den. Und so leid es mir tut, beim Kohlekompromiss ist nicht der erste Fall eingetreten. Meine Damen und Herren, wer von diesem Kompromiss am meisten betroffen ist und am meisten in die Mithaftung genommen wird, ist der Steuerzahler. Und der saß nicht am Tisch. So leid es mir tut, den haben Sie nicht mit aufgerufen. Denn genau denjenigen, den Sie am Ende des Tages mit einer sinnlosen Maßnahme belasten wollen, nämlich mit dem symbolischen Ausstiegsdatum, den treffen Sie am härtesten. Es stehen Zahlen bis zu 170 Milliarden im Raum. Das muss man sich mal vorstellen. Und da muss man auch an Klugheit appellieren, dass das nicht sinnvoll ist. Und natürlich kann man niemanden derjenigen, die am Tisch saßen, das verübeln. Natürlich kann man weder dem BDI noch dem BDEW verübeln, dass sie gesagt haben, ja, wir haben, unsere Industrie hat eh schon lange Pläne in der Tasche, in der Schublade, wie wir aus der Kohle aussteigen, aber die lassen wir uns vergolden. Natürlich sagen die Ministerpräsidenten völlig zu Recht, dass sie das Geld für den Strukturwandel sicherlich gut gebrauchen können. Natürlich kann man den NGOs nicht vorwerfen, dass sie das große Ziel, das sie angestrebt haben, das rein symbolische Datum endlich zu bekommen. Das ist doch ein Trauerspiel, dass sie sich darüber nicht aufregen. Dass sie sich darüber nicht aufregen, dass wir am Ende des Tages eigentlich schon einen längst beschlossenen Kohleausstieg durch den Emissionshandel verhandelt hatten und uns darüber hätten Gedanken machen müssen, wie wir Versorgungssicherheit, wie wir Preis, wie wir Strukturwandel gemeinsam verbunden kriegen. Darüber hätte man sprechen müssen. Aber dieses symbolische Datum, das extrem teuer ist, bringt niemandem was. Und sehr verehrte Frau Baerbock, Sie haben über den Klimabericht gesprochen. Sie haben aber einen Teil weggelassen, nämlich den entscheidenden Teil. Die Frage, wo am meisten reduziert wurde und die Frage, wo kaum reduziert wurde. Und da, wo am meisten reduziert wurde, das ist in der Energie und in der Industrie, den Sektoren, die vom Emissionszertifikatehandel betroffen sind. Das haben Sie mal schön an der Seite weggelassen. Zweiter Punkt. Im Pariser Abkommen steht zum Glück nichts über eine einzige Technologie. Da steht nichts über Kohle. Da steht etwas darüber, welche Ziele wir uns ausrufen. Aber es steht nicht ein Wort über eine Technologie. Und das ist das, was Sie gerne vergessen. Wir werden keinen Klimawandel hinkriegen, wenn wir den Euro nicht da ausgeben, wo er am sinnvollsten auszugeben ist. Und das ist in einer Technologieoffenheit. Das ist in einer Welt, in der wir Dinge durch technologische Lösungen regeln. Und das muss im Klimawandel passieren, meine Damen und Herren. Liebe Regierung, liebe Fraktion der Union und der SPD, es geht hier um das Selbstbewusstsein des Parlaments, nicht der Regierung. Es gibt einen Unterschied zwischen Parlament und Regierung, und der besagt, dass wir hier darüber diskutieren müssen, welche Lösungen aus so einer eingesetzten Kommission herauskommen. Und da muss ich an Sie appellieren. Denken Sie darüber nach, wie wir das Geld sinnvoller ausgeben können als das, was wir mit so einem Beschluss hier in diesem Kohlekompromiss, von dem niemand weiß, wie schnell er geht, von dem niemand weiß, was am Ende dabei rauskommt, von dem niemand weiß, was wir dadurch erreichen. Das können wir hier noch verhandeln. Und da bitte ich Sie, bitte ich Ihre Vernunft zu gebrauchen und uns dabei zu helfen, sinnvoll Klimapolitik zu machen. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Andreas Lenz.